Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute haben wir auf jeden Fall ein großes Set wieder für euch. Ihr wisst ja, dass ich letztes Jahr Sets bestellt habe. Und so eine Sets machen sich, denke ich mal, für ein Video immer schön besser. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall das Shanghai City Lights von Leslie. Ist ein großer Kasten, kostet eigentlich so um die 30 Euro. Wie es dies Jahr aussieht mit den Preisen, weiß ich nicht. Das war der Preis noch von 2022. Ja, mit dem Feuerwerk wisst ihr selber, ist das wie mit allem anderen auch. Es wird alles teurer. Ja, dennoch würde ich sagen, für 25 Euro oder 30 Euro, was es kostet, sieht es erstmal ganz gut aus. Ich hole euch gleich noch ein bisschen näher ran, schauen uns mal nochmal an, was alles so enthalten ist, wenn wir es entdecken können bzw. erraten können. Und ja, da würde ich sagen, ich hole euch mal näher ran. Jetzt sehen wir das Set auch mal von nahen sozusagen. Was ich schon entdecken kann, sind auf jeden Fall 6 Raketen. Sind durchnummeriert, so wie es aussieht, mit TAO 1, 2, 3. Huch, man sieht mal gar nichts. Und man sieht Batterien an den Standfüßen. Sprich, wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5 Batterien, die haben alle einen Standfuß. Ich denke mal, das werden Fontänen sein. Da haben wir insgesamt 3 Stück und noch eine Heulbatterie. Da würde ich sagen, ja, sehen wir uns gleich draußen zur Zündung des Shanghai City Lights. Bis gleich. Wir machen jetzt das Leslie Set. Wir fangen an mit den kleinsten Fontänen. Das ist das Shanghai. Das ist kurz vor 18 Uhr. So, schauen wir mal, was das Shanghai so drauf hat. Start mit blauen Sternen. Machen wir die nächste kleine in dem Set. Die heißt River Pearls. Die andere war, glaube ich, die Shanghai. Machen wir die River Pearls. Wären schön, wenn da Pearls drin wären. Also diese Fluffy River Sterne, wäre ganz schön. Krokodil muss heute leiden. So, dann machen wir die größte Fontäne in dem Set. Das ist die Jinjiang oder Yingyang mit A-N-G-A irgendwas. Doppel-A. Also vom Aussehen her die größte. Von den Farben sind die immer sehr schön. Wir machen gleich weiter mit den Raketen, die in den Set drin sind. Oh. Vom Zerleger bis jetzt die besten Raketen aus diesen Sets. Ich habe ja ein paar mehrere abgefilmt. Oh, zu früh gefreut. So, machen wir die nächste. Okay.
Ja, Dünnschiss mit Quickling. Ja, machen wir mal weg hier welche. Ganz zu früh heute, waren doch nicht gut. Also in dem Set waren zwei Zerleger, Rest waren Plop-Raketen und dann machen wir gleich weiter mit den Batterien. So Freunde, wir machen weiter mit den Batterien. Als erstes die Kung Fu Panda. Kung Fu Panda Go. Oh, das war mal ein Kung Fu Panda. Nochmal, sagen sie. Gut, wir machen weiter mit der Oriental Rain. So, Oriental Rain. Pinke Sterne mit Quackling-Chrysanthemen. Sehr schön eigentlich. So, machen wir weiter mit der nächsten kleinen. Das sind die Far East Tales. Warum ist denn das schon wieder unscharf? Das kann ich schon wieder aufregen. Das ist der scharf. Freunde, schöne Blinker, leider unscharf. So. Machen wir weiter mit der nächsten, und zwar die Quackling. Ja, irgendwas, kann ich nicht lesen. Geh an, los. Ja, wenigstens mal nicht unscharf. Und ich jetzt ein Bier trinke. Sehr schön. Also die Zerleger, muss ich sagen, für die kleinen Batterien sind sehr gut. So, noch ein bisschen Licht. Wir haben hier die Blue Moon, Blue Dungeon, genau, Dungeon. Ah, der macht doch schon wohl unscharf, oder? Ah, jetzt. Sehr schönes Blau. Schade, die war wirklich am schönsten von denen. So, und dann zum Schluss nur noch die Heulerbatterie, wie immer. So, na, was heißt wie immer? Das war das Set. Ich finde es ganz gut. Zerlegerraketen waren nicht so, also die Raketen. Ansonsten die Batterien waren sehr gut, muss ich sagen. So viele Zerlegerraketen. Und für den Preis kann man es ruhig mal machen. Also Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Video.